Heike Singer, das ist ja der größte Lappen überhaupt. Yes, c'est la vie. Ich mach dieses Video mit Blick auf den Neckarkanal. Der ist so süß. Oh. Hi, hier ist wieder Foxy. Ich melde mich jetzt doch aus dem Auto. Ich dachte, so ein bisschen Grün im Hintergrund wäre ganz schön, aber es war einfach zu laut. Es sind ständig irgendwelche ICEs und LKWs vorbeigefahren und der Wind hat geweht und die Vögel zwitschern und ich habe noch kein gescheites Mikrofon, was ich an genau diese Kamera anschließen kann. Deswegen jetzt aus dem Auto und wir widmen uns heute einem eher ungewöhnlichen Thema. Und das heißt Mike Singer, das ist dieser Typ hier, von dem es hier 4 Autogrammkarten gibt. Und ihr denkt euch jetzt bestimmt, ich habe komplett den Verstand verloren. Wahrscheinlich ist es auch so. Aber nee, ich habe tatsächlich mich vor kurzem für die Uni mit Mike Singer beschäftigt, genauer gesagt mit seinen Strategien in Bezug auf Künstlerentwicklung, Selbstvermarktung, Social Media Präsenz und so weiter. Und habe festgestellt, auch wenn er so der typische Teenie-Star ist, bei dem gerade reihenweise Mädels in Ohnmacht fallen, kann man von ihm und seinem Team einiges lernen, was auch für andere Bands und Künstler von Relevanz sein kann. Die will ich euch heute vorstellen, damit ihr vielleicht auch bald Meet and Greets veranstalten könnt, bei denen so viele Leute kommen, dass sie aus Sicherheitsgründen abgesagt werden müssen. Faktor Nummer 1, und das ist tatsächlich was, wo ich mir auch schon überlegt habe, mich da mal genauer mit zu befassen, und das ist Merchandise. Irgendwie denken Rock- und Metal-Bands immer, dass Merchandise bedeutet, du darfst nur ein schwarzes T-Shirt haben oder ein schwarzes Tanktop, druckst dann da dein Bandlogo oder Name drauf, vielleicht noch das Cover von deinem Album und das war's, was anderes darf nicht sein. Und Mike Singer zum Beispiel, der hat Merchandise, das man auch auf den ersten Blick gar nicht als solches erkennt, das fast schon eher Mode ist, seien es jetzt Mützen, seien es T-Shirts, sei es irgendwie Hosen oder so. Die Fans verstehen natürlich, worum es geht, die verstehen die Symbolik und so weiter. Das ist natürlich nicht für jedermann was, aber ich finde es eigentlich ganz interessant, sowas zumindest mal zu beachten. Nummer 2, Songfeatures mit anderen Künstlern. Das ist was, was auch eben jetzt so Pop, Elektro, Hip-Hop-Bereich irgendwie viel präsenter ist als im Rock'n'Roll, dass sich mehrere Musiker zusammentun und gemeinsam an einem musikalischen Projekt arbeiten. Das macht Mike ganz gut, also zumindest in der Tatsache, dass er sich mit anderen zusammengetan hat, um mit denen Songs zu schreiben. Das hat einen schönen Cross-Promotion-Effekt. Ja, einfach so ein bisschen mehr miteinander kooperieren. Es macht jeder sein eigenes Ding. Man geht zwar vielleicht gemeinsam auf Tour und teilt sich dann eine Bühne, aber es gibt total wenige Rockbands, die auch mal sich zusammentun und gemeinsam Songs schreiben, sich so abwechseln. Und da steckt eigentlich viel mehr Potenzial dahinter, würde ich sagen. Dann das dritte ist schon genau dieses Heft hier. Mike Singer hat es tatsächlich geschafft, dass es ein Teenie-Heftchen New Stars Sonderheft von ihm gibt. Und das ist nicht das erste und einzige. Und ich habe das auch wegen akademischen Zwecken. Also nein, Mike Singer konnte mich leider wirklich auch objektiv betrachtet nicht komplett von sich überzeugen. Er hat einfach eine Charakterart, die ich auch als Teenager-Mädel nicht unbedingt so geil gefunden hätte. Er ist mir einfach zu glatt, zu wenig verrückt und crazy und lustig. Aber darum geht's gar nicht. Bitte auch jetzt in den Kommentaren nicht nur die ganze Zeit gegen Mike haten. Das ist nicht Sinn und Zweck von dem Video, aber was die ganz gut machen, die begleiten ihn hier bei so persönlichen Sachen wie Mike macht seinen Führerschein, hier geht er über Feuer oder was haben wir dann noch alles? Geht Snowboarden und in den Europapark und dann wird das Team vorgestellt und über die Meet and Greets erzählt und so weiter und über die Tattoos. Ja, Tatsache ist, es geht halt in diesem ganzen Teenie-Pop-Bereich viel mehr um die Persönlichkeiten, die persönlichen Storys hinter den Stars. Und im Rock- und Metal-Bereich geht es einfach noch viel zu stark nur um Album-Release. Eine Band bringt ein neues Album oder einen neuen Song raus und dann wird es vorgestellt in Magazinen und online und so. Und das ist fast das Einzige, was man von denen lesen kann. Und trotzdem weiß ich aus persönlicher Erfahrung und von anderen, dass jeder Fan eigentlich auch total an den persönlichen und Hintergrundgeschichten interessiert ist. Aber ja, hab doch einfach mal den Mut oder versucht, an irgendwelche Medien auch ranzukommen, die euch ein bisschen individueller und witziger und, keine Ahnung, hintergründiger, das ist jetzt das falsche Wort, aber ihr wisst hoffentlich, wie ich das meine, vorstellen und wo es nicht immer nur darum geht, wer oder was hat euch zu dem Song inspiriert und klingt es wie in den 80ern oder klingt es wie in den 70ern und hört man das Schlagzeug stärker, sondern auch,
ja, wer ihr seid, das ist so total wichtig. Was Mike noch macht, ist, beziehungsweise eher gesagt sein Team, professionelle Vlogs, Videoblogs von seiner Tour schneiden und hochladen auf dem YouTube-Kanal. Begleitet euch einfach mal selbst auf Tour im Backstage-Bereich. Ist bestimmt auch eine Sache, die ihr schon öfters mal gehört habt und die auch leider ein bisschen Arbeit macht. Ihr könnt es auf DVDs packen, ins Album rein als Extra. Das, ja, funktioniert in der Regel super. Und ihr könnt auch darin Fans vorkommen lassen, die sich dann mega freuen, wenn sie sich selbst finden. Dann die nächste Sache ist was ganz Witziges. Das ist ja vielleicht wirklich eher was für Kiddies, aber ich will euch einfach mal die Idee in den Raum werfen. Und zwar hat Mike in seiner letzten Album Deluxe Box Klebetattoos beigelegt, die die Motive darstellen, die er selbst auf den Armen und sonst wo überall hat. Und macht aus dieser Idee jetzt, was ihr wollt, aber ich vermute einfach mal, die meisten von euch sind tätowiert, auch mit charakteristischen Sachen, die sonst keiner hat. Und wenn sich dann so ein paar verrückte Mädels bei eurem Konzert dieses Klebertattoo selbst auf den Arm klatschen können, das ist doch eigentlich eine ganz lustige Idee und vielleicht inspiriert euch das ja auch zu anderen Sachen. Genauso wie, also diese Deluxe-Boxen sind halt echt der übelste Shit. Ihr müsst zugeben, ihr lebt in einem Genre, in dem noch viele Alben verkauft werden und gerade Metal-Bands und Krams schaffen es öfters mal in die Charts, also in die Album-Charts. Das bedeutet, ihr könnt auch super diese Deluxe-Boxen verkaufen, womit ihr noch höher platziert werdet, weil wir hier Wertecharts haben und so weiter und so fort. Aber Mike hat auch eine Box gemacht, die im Dunkeln leuchtet. Die sind phosphoreszierend und das ist ziemlich cool. Ihr könnt eure auch Glitzer machen oder mit irgendwie Fell oder Schlangenmuster drauf, was man so fühlen kann oder... Oh, was gibt's noch alles? Irgendwas zum Aufklappen? Ja, macht auf alle Fälle coole Boxen und seid da auch ein bisschen kreativ. Ich weiß, das ist wahrscheinlich teuer, aber gerade in einem Genre, wo viele Alben verkauft werden, lohnt sich's absolut, da ein bisschen was reinzustecken. Letzte Sache, die Mike noch, also er hat noch viel mehr da reingepackt, aber was so für euch noch relevant sein könnte, ist zum einen eine Instrumental-CD, weil ja auch gerade im Rock immer so viel Wert darauf gelegt wird, dass noch mit echten Instrumenten gespielt wird und die Musik an sich auch von Bedeutung ist, ist es eigentlich gar keine so dumme Idee, all seine Songs nochmal als Instrumental-Version einzuspielen oder halt einfach die Gesangsstimme im Studio rauszuziehen. Die Gesangsspur, oh mein Gott, mein Deutsch verlässt mich. Was vielleicht auch andere Leute dazu inspirieren könnte, so ähnlich wie ihr zu spielen oder zu den Liedern zu singen, euch zu covern, das Ganze so ein bisschen weiter zu verbreiten. Und die letzte Sache jetzt wirklich ist eine WhatsApp-Nummer. Ja, es ist wirklich so, dass WhatsApp bei uns zumindest das am häufigsten genutzte Kommunikationsmittel ist. Und Mike hat in seine Boxen seine, ja natürlich nicht private, sondern geschäftliche WhatsApp-Nummer, Handynummer reingelegt. Die Leute können ihn da also adden und erfahren regelmäßig von ihm News, erhalten private Nachrichten, bekommen ein paar exklusive Bilder, ein paar extra Gewinnspiele und so weiter zugeschickt. Und das ist auch eine ziemlich coole Idee, was ihr machen könnt, sobald ihr eine etwas größere und anhänglichere Fanbase habt. Zu guter Letzt, da ja auch übermorgen der Eurovision Song Contest wieder stattfindet, möchte ich noch den Singer Song Contest erwähnen. Das ist ein Online-Wettbewerb, wo Fans eben, sei es jetzt mit der Instrumental-CD oder ohne, Songs von Mike Singer covern können, das dann unter einem Hashtag auf Musical.ly oder Instagram oder Twitter vielleicht auch, ist ja auch egal, könnt ihr eure eigene Art und Weise kreieren, hochladen, einsenden können und der Gewinner, der so am besten singen kann, am coolsten rüberkommt, gewinnt tatsächlich ein Duett mit Mike Singer, also da darf dann irgendein Fangirl mit ihrem Helden ins Studio und einen Song neu aufnehmen, der dann wirklich richtig veröffentlicht wird, wahrscheinlich noch mit Video und allem, das weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Das ist halt wirklich krass. Vor allen Dingen, wenn man überlegt, was der für ein Star inzwischen ist, also was da für eine Zugkraft dahinter steckt. Und bei euch könnte das auch so. Ihr könntet dadurch neue, coole Talente entdecken und eure Fans mega geil involvieren und dazu bringen, eure Songs zu lernen und die zu posten, überall zu verbreiten. Ja, vielleicht kann ja sogar der ein oder andere mal mit euch auf die Bühne bei einem Live-Konzert. Das wäre schon ziemlich cool. Das war's soweit von mir. Ich hätte jetzt übelst Bock, diese Autogrammkarten hier zu verteilen. Die sind leider nicht unterschrieben. Aber jeder, der möchte,
darf eine Mike Singer Autogrammkarte haben, die ich unterschreibe, wo drauf steht: Mike liebt dich. Ja, danke, dass ihr zugeschaut habt. Wenn ihr noch häufiger so ungewöhnliche wie heute oder manchmal auch normalere Tipps haben wollt, wie ihr euch selbst als Künstler, Band, Sänger, Musiker vermarkten könnt und so ein bisschen Einblicke in dieses ganze Showgeschäft haben wollt, dann abonniert auf alle Fälle den Kanal. Ich hoffe, wir sehen uns und ja, gebt mir Bescheid, wenn ihr eine Mike Singer Autogrammkarte haben wollt. Oder das Heft.